außer Rand und Band, um Gottes Willen, planen Werbung, um Gottes Willen, viele Menschen von G-Musik. Dann haben wir gesehen, abends im Roundpen, nein, ich bock dich ab. Dann haben wir gesehen an der Doppel-Lounge, und da werden wir jetzt weitermachen. Wir nehmen ihn jetzt nochmal kurz in die Doppel-Lounge, werden ihn nochmal Lenkung und Bremse zukommen lassen, und dann werden wir anfangen, den hier drin zu reiten. Und dann schauen wir einfach mal, was er spricht, der Zwerg, da kommt er eh schon, mit der Claudia, also der Zwerg jetzt der Schwarze, ja? Claudia ist die mit der Bluse. Ich mache mal das Tor zu. Kleine Anekdote, während ich den da verarzte. Ich habe für einen Trainer gearbeitet, der heißt Steve Holloway. Und der Steve fährt an der Doppel-Lounge, die Bügel zusammenbunden, steigt auf das Pferd auf und der bockt sich die Seele aus dem Leib. Bügel immer noch zusammenbunden. Ich denke mir, wow, der ist aber mutig. Er bindet sich auf das Pferd. Ist er tierisch abgefangen, irgendwann hat er dann abgefangen, ist Gott sei Dank nichts passiert. Sag ich, Steve, das ist ein super System, du kannst ja fast nicht runterfallen. Ja, du Idiot, ich hab vergessen, dass es da abkommt. Mach das ja nicht nach, nichts ja nicht. Also ganz wichtig beim Fahren an der Doppel-Lounge, das Ding als erstes ranbauen und aber auch als erstes wieder runterbauen. Claudia führt ihn noch herunter, dass er sich ein bisschen umschauen kann, und dann basteln wir unsere Longierleine dran. So, eingehängt wird die Longierleine am Bügel durch. Und dann nicht in den Gewissring, sondern das Halfter wird durch den Gewissring gezogen und daran wird dann die Doppel-Lounge eingehängt, dass das Pferd möglichst wenig Druck aufs Gewiss bekommt. Jetzt kommt die zweite Seite, der rechte Zügel. Rechte Seite. Sortieren, genau. Da ist Ordnung ganz wichtig, dass das Pferd nicht auf den Zügel steigt. Ne? Ich möchte da immer wieder darauf hinweisen, das heißt Zügel helfen, ja? Und nicht Zügel Malträtierwerkzeuge. Weil manchmal sieht man Leute am Zügel arbeiten, da friert es nicht. Ne? Wenn wir uns überlegen, die Pferde haben das Ding im Maul, gibt einen ganz tollen Test, den könnt ihr daheim alle selber machen. Nehmt einen Löffel, den nehmt im Mund. Mit der Zunge drückt sie nach oben an den Gaumen, egal wie rum, ihr in den Mund nehmt, vollkommen wurscht, und dann haut es hinten mal mit der Messerspitze drauf. Und dann wisst ihr ungefähr, wie das ist, wenn ein Gebiss im Pferdemaul hart ist. Das ist nicht angenehm, ne? Deshalb sollte man das immer so ein bisschen überlegen. So, Claudi, traust du ein bisschen, und dann suchen wir uns irgendwo ein lauschiges Plätzchen am Zaun und lässt dich abholen. Wir haben dem Pferd nämlich gelernt, wie man Reiter abholt vom Zaun. Er hat das Ganze so ganz bisschen beliebäugelt mit einem Boxsprung. Ich sag, wenn Gewicht oben drauf kommt, dann bin ich nicht so einverstanden. Wir probieren jetzt einfach mal nach, was er macht. Wie es ausschaut, checken die Lage, ob er sich reiten lässt oder nicht. Und von da ab machen wir dann weiter. Das ist also alles so ein bisschen überraschungsfrei. Wir haben nicht damit gerechnet, dass dieses hohe oder fast hohe Pferd so reagiert herum auf den ganzen Trubel. Aber ist halt so, wir richten uns nach dem Pferd. Es gibt kein Muss, aber ein alles kann. Ne? Da muss man flexibel sein und ein bisschen anders Programm fahren. Kein Problem, bei uns soll es nicht liegen. Ich schütze dann immer auf meine Praktikanten. Ich sage dann immer, hat es wieder nicht zugehört. So, die Claudia geht jetzt auf den Zaun. Holt sich ihr Pferd dann so ein bisschen mit der Sattellage zu sich. Und dann holt sie erstmal Luft, bis das Pferd so ruhig am Zaun steht und die Claudi abholt. Genau. So, sie fragt dann wieder, weil er was tanzt, macht nichts, immer wieder. Man kann gewinnen ein Wendt. Wir haben schon ausgefunden. Gut! Da steht das erste Mal, Hafenfrosch. Dann kommt Claudia wieder runter vom Zaun, führt eine Runde, dann holt er und dann macht das gleiche nochmal. Voll ja, und das haben wir. Aber du nimmst deine Zügelchen auf. Soll ich da im Führstand festmachen? Wohl, wohl.
Claudia gibt den Bleib ein was zu tun, gibt den Bleib eine Lenkung. Sagst du dann Bescheid, ob ich die Türstrich festmachen soll, oder? Das passt. Passt, sagt sie, dann passt. So, und jetzt geht es darum, das Pferd erstmal ein bisschen vorwärts bewegen, viel loben und einfach nur als Gepäck dabei sein. Claudia beschäftigt dann vorhin so ein kleines bisschen mit das. Und sagt dem Dickerle, du musst nicht unbedingt hier, wo ich will, aber du kannst da hin, wo ich will. Und jetzt fragt dann Claudia schon mal so ein bisschen nach links und rechts. Wir können jetzt sehen dann, dass die Claudia, je mehr sie Steuerung übernimmt, die Hände nach oben nimmt. Warum? Ein ganz alter Rittmeister hat sogar ein Buch geschrieben, das heißt Von der Koppel zur Kapriole. Der Mann heißt Waldemar Solnig. Hat nichts mit dem Westerreiten zu tun. Wahrscheinlich weil er Ahnung gehabt hat. Aber jetzt war nicht gut. Der Mann hat nichts mit dem Westerreiten zu tun, war ein klassischer Reiter. Der hat folgenden tollen Satz gesagt. Tiefe Hand bäumt, hohe Hand zäumt. Es ist erwiesen, dass eine tiefe Hand den Unterkiefer festmacht, das Kiefergelenk nicht mehr arbeitet, der untere Halsmuskel greift und die Pferde den Hals hochdrückt. Verschlimmert wird sich das Ganze dann, wenn ich das Maul zu bin. Irgendwann habe ich einen Steiger. Hoppla, kann er was, plötzlich hat er es gemacht. Es hat sich angefahren. Wenn ich das Ganze nach oben mache, bleibt der Unterkiefer locker. Das Zungenbein kann arbeiten, das Kiefergelenk bzw. Zungengelenk zwischen Ohrläppchen bleibt locker und der obere Halsmuskel wird aktiviert. Das heißt, mein Pferd balanciert sich über den oberen, wie man über den unteren Halsmuskel. Dann schaut er irgendwann nicht mehr aus wie ein Falting. Das sind die da. Wisst ihr, was Westernreiter ganz oft vergessen? Dass Reiten Spaß macht. Man sieht beim Turnier Leute rumreiten, die ziehen so gesehen. Und du denkst dir, um Gottes Willen, das Reiten fangen wir nicht, oder bist du den ganzen Tag bloß sauer? Nicht nur bei Westernreiten. Weil die Englisch reiten, wo haben die Westernreiter her? Da haben sie das abgeschaut. Weißt du, der Westernreiter, da schaut er sich nichts kurz ab, da schaut er wieder, wie die Leute schauen und sagt, du kannst auch. Richtig gesagt, beim jungen Pferd, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei der Claudia ist, aber ähnlich, mir ist es am Anfang eigentlich egal, wo der seinen Kopf trägt. Der darf den Kopf gern oben haben, mir ist wichtig, wo die Beine hinlaufen. Ein guter Freund von mir, heißt Mark Brenneman, der hat mal gesagt, take care of the feet, the rest will take care of himself. Kümmer dich um die Beine, der Rest kümmert sich um sich selber. Was auch logisch ist, weil wenn die Beine nicht dahin laufen, wo es haben möchte, nicht beim ganz jungen Pferd, aber mit der Zeit muss es besser werden. Wenn die Beine nicht dahin laufen, wo es haben möchte, stehe ich irgendwann auf der B11 vom LKW und kann hupen. Oder er hupt. Oder muss weg. Ich mag meine jungen Pferde immer viel beschäftigt haben. Je mehr die Füße sortieren müssen, desto weniger fällt ihnen Blödsinn ein. Dann wird, sobald sie kann, vor allem weicher werden, nicht mehr so viel Zupf von denen, weicher und weicher. Zügel werden. Na, und jetzt fängt die Claudia dann mal an, dass so ein bisschen Slalom reitet mit ihm, ein bisschen was tut. Wenn er nicht lenkt, ist auch nicht so schlimm. Das heißt, er muss natürlich lenken. Aber wir haben gesagt, unser Jungpferd darf herausfinden, was wir wollen von ihm. So, und jetzt gibt es einen Unterschied im Lenken. Ich kann 90 Grad lenken, ja? Und ich kann mit 45 Grad zufrieden sein. Und ich kann mit nur 3-4 cm zufrieden sein oder mit einer Gewichtsverlagerung. Je mehr mein Pferd merkt, ich bin mit wenig zufrieden und zwinge ihn nicht zu Sachen, die er noch nicht kann, desto billiger und leichter wird mein Pferd zu lenken werden. Und er wird irgendwann auf den Zügel verzichten können und das Gewicht suchen, weil ich ihn nicht von Anfang an den Zügel zwingen muss, dass er irgendwo hingeht. Ich kann ihn unterstützen, sagen wir wieder bei der Zügelhilfe. Ja? Immer schön an die Hilfen denken. Das Wort. Jetzt wird der Schweifer langsam ruhiger. Also vom Pferd. Ich glaube, der hat der Waffe nicht, das ist ein Pferdeschwaffe. Jawohl. Und dann pariert dann Claudia wieder durch, wo es passt, macht einen langsamen Zwerg, möglichst über den Sitz, genau, da, natürlich.
gelobt dann, dann wieder weiß, er hat das gut gemacht, der Bursche darf einen Schritt gehen. Dann fragt man nochmal ein Stück. Heutiger, aber. Ist auch wichtig, immer wieder ein bisschen runterschalten, dann wieder aufschalten, dann wieder runterschalten. Claudia, meinst du, kriegst du den Galoppierer? Ja? Okay. Wenn Claudia soweit ist, wenn es denkt, er hat genug Pause gemacht, was auch immer, dann schubst du nochmal den Trab, schubst du nochmal den Galopp und wenn er den Galopp ein bisschen steuert. Der Galopp wird dann abgebrochen, wenn das Pferd sich aggrund macht und sagt, so jetzt pack ich zusammen und hau ab. Dann wird es ihm ein bisschen helfen vorhin, wie jetzt zum Beispiel, ich ziehe den Trab kurz. Dann wird er wieder ein wenig eng, der Bursch. Lass ihn wieder locker, genau. Ganz gut. Und versucht ein bisschen einen Rhythmus zu finden, dass sich der loslassen kann. Ne? Der Zwerg, wir sehen in der nächsten Gangart, ist ja wieder so ein bisschen am Schweifschlag. Ist klar, er hat noch keine Balance, ne? Er ist noch unbalanciert. Und jetzt überlegt, die jungen Pferde, die sollen oft noch am zweiten, dritten Mal drauf sitzen, schon super Kerzen gerade auslaufen und am besten gleich stoppen und drehen und wechseln. Ich habe mal Kundschaft gehabt, die haben zu mir ein megamäßig gezogenes Pferd gebracht. Ohne dass sie irgendwas dazu gesagt haben. Ich habe dann gesagt, was soll denn werden aus dem Burschen? Ach, haben sie gesagt, mach ruhig, was du denkst. Waren aber immer wieder zum Kontrollieren da. Dann haben sie mal Besuch mitgebracht aus der Training-Szene. Auch ein Trainer, Namen spielen ja keine Rolle. Und dann sagt er, wie lange ist der Gaul? Wörtlich Gaul jetzt im Beritt. Dann hat sie gesagt, der ist jetzt 6 Wochen da. Und dann hat er gesagt, und der Hans Wurst, kennst du Hans Wurst? Tatsächlich? Schau. Der Hans Wurst rennt immer noch eine Doppellange hinterher und reitet ein bisschen im Traum umeinander. Und dann hat sie ganz laut gesagt, und würde das nicht tun, wäre das Pferd schon lange nicht mehr da. Aber man dachte, Herr, scheiß aufs Papier, scheiß drauf, was er anbietet, Piano machen, rentiert sich immer. Genau deshalb ist er ja gekommen. Schön langsam und Piano das Pferd herausfinden lassen, weil, was soll es, 6 Wochen, hey, was will das Pferd, hat, überlegt's mal, der hat noch gar keine Muskulatur, dass er mir wirklich braucht. Ein Bodybuilder wäre ja blöd und würde ein Jahr lang trainieren, dass er Muskeln kriegt, wenn er auf 6 Wochen dasteht wie der Arnold Schwarzenegger. Und das Pferd muss mehr tragen. Der braucht ja Muskulatur, der braucht ja Kraft, dass er das alles balanciert. Meine persönliche Meinung beim Jungpferdetraining, kleine Brötchen backen, dafür kontinuierlich, wird irgendwann auch ein Bäckerland voll und du kannst ein Geschäft machen. Versteht ihr, was ich meine? Kleine Schritte führen zum Ziel. Mein altes Motto, der langsame Weg der Geduld führt immer wohin. Ganz klar. Claudia, bist du zufrieden mit ihm? Ja, ich finde auch, dass er ganz okay war. Wir haben jetzt vor, wann war es? Am Donnerstag. Am Donnerstag wird ihr Pferd sind außer Rand und Band, da war überhaupt kein Grund ändern. Und jetzt können wir langsam anfangen mit dem bisschen arbeiten, so wie wir es uns vorstellen. Und wir haben so ein bisschen, wir haben zwei verschiedene Trainer, ja, Claudia macht ihren Weg, ich mache meinen Weg, aber unterm Strich sind wir beide Pferdetrainer, denen das Wohl des Pferdes sehr wohl am Herzen liegt. Das vermisse ich manchmal ein bisschen. Ich sage nicht bei den Trainern, ich sage generell bei den Besitzern, weil für mich ist niemals ein Trainer schuld. Für mich ist immer der Besitzer schuld, der sein Pferd dorthin gibt, obwohl er vielleicht weiß, dass ihm schlecht ist. Versteht ihr, was ich meine? Und ganz viel von meinen Kollegen ist tatsächlich so, die kennen Leute ganz oben im Sport, die sagen, Bernd, ich wäre so froh, ich wäre echt froh, wenn mal eine Kundschaft kommt und sagt, lass dir Zeit. Mach es aber nicht. Die wollen Gas und die wollen schnell und Turnier und bumm. Und wenn er hin ist, der Gaul kommt, der nächste ist der Bursch. Haben wir wieder beim nächsten Thema, Pferde sind oft zu billig. Weil wenn was richtig, richtig Geld kostet, passt man auf drauf. Okay, Claudia, dann würde ich sagen, gehst du noch einen Schritt, dann meckert die nur ein bisschen.